Willkommen zu einem neuen Roblox Brookhaven Video. Heute werde ich adoptiert von einer Geisterfamilie. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal, gebt diesem Video einen Daumen hoch und dann let's go! Ich kann ihn schon hören. Okay, wenn mein Papa jetzt gleich die Treppe runterkommt. Größter Schreck des Jahres. Ich komme rausgesprungen, Schreibu, er erschreckt sich und ich hab einen weiteren Prank. Oh, vielleicht hole ich noch Wasser. Ah, nee, keine Zeit mehr, ich höre die Schritte schon. Nee, Moment, ist da unten. Entschuldigung, Papa. Ich wollte dich nur erschrecken. Aua. Alles okay? Ronja, was soll das? Du musst ja nicht gleich so sauer werden. Es war nur ein Prank. Ah, oh, mein Arm. Es tut so weh. Bist du auf deinen Arm gefallen? Ich muss ins Krankenhaus. Oh, okay, okay. Ich fahre dich hin. Oder vielleicht rufe ich lieber einen Krankenwagen. Ruf den Krankenwagen. Okay, man wollte es hier nur angeboten haben. Mein Arm, aua. Wir sind ja gleich da. Hi, wie kann ich euch helfen? Ich glaube, mein Papa hat sich den Arm entweder geprellt oder gebrochen. Oh je, dann bring ihn gleich zum Röntgen. Alles klar, kein Problem. Hinten und dann links, gell? Genau. Okay, so, keine Sorge, wir sind gleich beim Röntgen. Dann wirst du hier wieder verärztet und dann musst du dir keine Sorgen mehr machen. Hier, bitteschön. Okay, ich habe keine Ahnung, was auf dem Röntgenbild steht. Ich kenne mich nicht so gut aus damit. Aber ich bin mir sicher, so schlimm ist es nicht. Aber du musst auch nicht immer so super kritisch sein, wenn ich mal auch mal einen vielleicht witzigen Prank mache. So, der Arm ist leider gebrochen. Ups, Entschuldigung. Ronja, das ist alles deine Schuld. Okay, weißt du was? Wenn du meine Pranks so hast, dann gehe ich halt und suche mir eine neue Familie. Okay, ich will dich nie wieder mehr sehen. Okay, sorry, dann finde ich bestimmt jemanden, der meine Pranks auch mal lustig findet. Wir sehen uns. Oder auch nicht. Warum weinst du denn? Weil ich habe meinen Papa geprankt und jetzt hat er sich den Arm gebrochen und jetzt ist er richtig sauer auf mich. Und dann habe ich gesagt, ich suche mir eine neue Familie und jetzt will er mich nicht mehr sehen. Oh nein, du armes Kind. Ich weiß. Und ich wollte nur einen lustigen Witz machen, damit er sich auch freut. Aber er mag es nie und er sagt immer, es ist nicht lustig und er tut sich weh. Erschreckst du gerne, Leute? Ja, ich liebe es. Leute zu erschrecken ist das Beste. Mein Mann und ich auch. Oh, wirklich? Willst du unsere neue Tochter werden? Okay, abgemacht. Wie cool, dann komm mal mit. Okay, alles klar. Wie aufregend. Warte, du findest es doch wirklich nicht schlimm, wenn ich dich mehr erschrecken würde? Nein, ich liebe erschrecken. Mit wem sprichst du? Mit der Frau hier. Und ja, ich auch. Erschrecken ist das Beste. Ronja, sie kann mich nicht sehen. Wieso? Ich bin ein Geist. Oh mein Gott, ja, du hast recht. Ich kann einfach durch dich durchlaufen. Hä? Du bist wirklich... Ich meine, gut, du bist auch recht weiß. Das kam mir schon verdächtig vor. Aber du bist ein Geist? Ja. Was, ist dein Mann auch ein Geist? Oh mein Gott, das macht so viel Sinn, dass ihr gerne Leute erschreckt. Geister lieben erschrecken. Ja, du wirst viel Spaß haben. Oh mein Gott, ich freue mich so. Oh, wohnt ihr in einem großen Geisterhaus? In so einer verlassenen Villa? Los geht's, lass dich überraschen. Oh mein Gott, wie aufregend. Tschüss, Krankenhaus-Lady, machen Sie es gut. Ich werde jetzt in ein Geisterhaus ziehen und dann werde ich meine neue Geisterfamilie als Tochter haben. Juhu! Ist das das Haus? Ganz schön dunkel, aber so habe ich mir ein Geisterhaus auch vorgestellt. Komm nur rein. Wer ist das denn? Johnny, das ist Ronja. Hallo. Sie ist unsere neue Tochter. Ihre Frau war so nett, mich zu adoptieren. Warte, was? Wir haben uns im Krankenhaus kennengelernt. Ja, sie liebt erschrecken. Draußen ist es richtig nebelig. Nebel ist das beste Wetter zum Leute erschrecken. Oh, wirklich? Okay, weißt du was? Vielleicht ist Nebel dann meine Lieblings-Witterungsbedingung. Wie erschreckt ihr denn, Leute? Wie fangt ihr an? Können wir bald jemanden erschrecken oder erst, wenn es Abend wird? Wie funktioniert das? Wer sieht euch, wer nicht? Wir können entscheiden, wer uns sieht. Oh mein Gott, das ist so praktisch und so perfekt für Pranks. Und wir erschrecken Leute meistens am Abend. Oh, okay, ja, macht Sinn. Du kannst heute gerne mitkommen. Oh ja, gerne. Dann müssen wir dich nur verkleiden. Oh, klar, kein Problem. Mir passt eigentlich alles. So, und fertig. Sieht toll aus. Okay, yippie, dann lass uns losgehen, oder? Und wen willst du erschrecken gehen? Oh mein Gott, meine beste Freundin können wir erschrecken. Ich glaube, die wohnt gar nicht so weit von hier. Und die wird sich so wundern. Gute Idee. Alles klar, ich glaube, sie ist bei Haus Nummer 15. Sag mal, hast du Hunger, bevor wir gehen? Oh mein Gott, ja, gut, dass du fragst. Ich bin am Verhungern. Ich hatte heute noch gar nichts. Ich habe noch einen Geisterdonut. Der sieht super aus. Dankeschön. Der ist köstlich. Hast du noch einen? Die sind so lecker. Klar. Dankeschön. Und aufgegessen. Okay, wir können los. Na dann, los geht's. Dann auf geht's zu meiner Freundin. Wie wollen wir sie erschrecken? Einfach einen normalen Geistertrick? Es ist regnerisch. Aber dann ist sie sicher im Haus. Eigentlich ist es perfekt. Okay. Die Tür ist offen. Ich hoffe, sie hat mich noch nicht gesehen.
Plötzlich so kalt hier drin. Okay, was ist der Plan? Einfach vorspringen? Oh, ich hüpfe von oben runter. Okay, dann einmal hier. Huh? Ist das normal? Hallo? Was soll das? Hallo? Reagierst du auch mal? Hi, ich stehe direkt vor dir. Hallo, ho, ich bin's, Ronja. Vielleicht ist sie so in Schockstarre, dass sie jetzt nicht mehr reagieren kann. Es tut mir leid, wenn ich dich so erschreckt habe. Ich bin's, Ronja. Hi. Ronja, komm mal her. Was ist denn? Versuch, den Apfel hier aufzuheben. Ich kann nicht. Wieso nicht? Warte, die Banane? Ich kann nicht greifen. Oh nein, wir müssen schnell nach Hause. Oh, ohne sie zu erschrecken? Okay. Ich verstehe das nicht. Warum konnte sie mich nicht sehen? Ich bin doch gar kein Geist. Ja, ich habe das Bettlaken über, aber ich sehe nicht wirklich aus wie ein Geist. Das ist echt komisch. Oh Mann, was mache ich denn nur? Ich würde schon gerne mit meiner besten Freundin reden können. Oh nein. Oh nein, was? Ich glaube, ich weiß, was los ist. Okay, werde ich nie wieder gesehen werden? Werde ich jetzt ein Geist? Der Donut. Oh mein Gott, das Geisteressen. Wenn ein Mensch Geisteressen isst, dann wird er langsam selbst zum Geist. Oh nein, und was machen wir jetzt? Oh nein, das war meine beste Freundin. Wenn die mich schon nicht mehr sieht, dann muss es schon echt übel sein. Oh, ich weiß nicht. Gibt's vielleicht sowas wie ein Geisterspezialist, zu dem wir gehen können? So eine Art Krankenhaus? Naja, ich hätte da eine Idee. Okay, was auch immer du sagst. Ich kann aber nichts versprechen. Weißt du was? Ich nehme jede Chance. Dann schnell, wir müssen los. Okay, Ronja, los, schnell. Warte, was machen wir denn hier in dem fremden Haus? Wer ist das denn? Hilfe, ein Geist! Hi. Ich bin noch nicht wirklich ein Geist. Also ich glaube, ich bin einer. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe Geister-Donuts gegessen und jetzt verwandle ich mich und meine Freundin kann mich nicht mehr sehen. Können Sie mir helfen? Professor Geistius, wir brauchen Hilfe. Ja, bitte. Was? Ja, gerne oder ich kann nicht helfen. Ich könnte euch helfen. Aber ich will etwas dafür. Okay, was immer Sie wollen. Was willst du? Erdbeermarmelade. Hä? Erdbeermarmelade? Ein frisches Glas. Müssen wir jetzt nach Hause gehen und Erdbeermarmelade kochen? Professor, ich bringe es dir später. Es ist eilig. Ja, bitte. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Na gut. Komm mit. Okay. Was muss ich machen? Warte, soll ich mich hier hinsetzen? Hinsetzen, ja. Gebe dir jetzt einen Menschenfeind. Warte, ein was? Ein Menschenfeind? Das ist Medizin. Oh, okay, klar. Setz dich hin. Ja, Entschuldigung. Trink das. Das ist ein Babyfläschchen. Los. Okay. Das schmeckt gar nicht gut. Bah, was war denn da drin? Warte, bin ich wieder ein Mensch? Kann ich, warte mal, die Bücher? Was willst du hier? Was will ich hier? Wer bist du? Ich bin doch gerade hergekommen. Sie haben mich, ich war doch ein Geist, dann haben sie mir den Menschenfeind gegeben. Raus aus meinem Haus! Oh, Entschuldigung, dann schätze ich mal... Was denn? Ronja, los, schnell! Okay, ich komme ja schon. Komisch, der Professor, aber jetzt hat alles funktioniert. Ich darf, glaube ich, kein Geisteressen mehr essen, oder? Das ist echt gefährlich für mich. Genau. Okay, weißt du was? Ihr wart zwar super lieb zu mir, aber ich glaube, ich will zurück zu meinem Papa gehen. Vielleicht nimmt er mich ja wieder auf. Das ist vielleicht eine gute Idee. Weil ich kann euer Essen ja eh nicht essen und bevor ich mich wirklich in Geist verwandle, ich würde gerne weiter mit meinen Freunden reden können. Aber sei ein bisschen vorsichtiger mit deinen Pranks. Alles klar, du hast ja recht. Und wenn das ein Geist sagt, dann muss es ja stimmen. Viel Glück, Schatz. Dankeschön. Mach's gut. Ich wünsche euch auch viel Spaß noch beim Pranken. Kommt mich mal besuchen. Tschüss. So, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven. Ich werde adoptiert von Geistern. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal, denn dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und wenn ihr noch ähnliche Videos sehen möchtet, ich habe eine ganze Serie mit Ich werde adoptiert von verschiedenen Familien. Guckt ja gerne rein, hier oben beim i ist sie verlinkt. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal. Tschüss.